Es ist kurz vor 8 am Abend, als ein Autofahrer auf einem Waldweg in Frankfurt-Sachsenhausen offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert. Ein 17-jähriges Mädchen wird dabei so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort stirbt. Zusammen mit zwei anderen Mädchen soll sie in dem Kleinwagen mitgefahren sein. Die Polizei sucht jetzt den flüchtigen Fahrer. Die Umstände des Unfalls sind mysteriös. Sicher ist nur, ein 15 Jahre altes Mädchen ist tot, ihre beiden Freundinnen überleben leicht verletzt. Nach ihren Aussagen sind sie gestern Abend im Wald spazieren, als sich ein dunkler Wagen nähert. Der Fahrer hält an und fragt die drei Mädchen, ob sie mitfahren möchten. Sie willigen ein. Kurze Zeit später kommt das Fahrzeug vom Weg ab, gerät ins Schleudern und kracht schließlich auf die Seite. Wir wissen auch noch nicht, wer das Fahrzeug geführt hat. Derzeit ist eine der Möglichkeiten, dass es eine vierte Person, eine männliche Person gab, die nach dem Unfall möglicherweise im Reich des Waldes geflüchtet sein soll. Deshalb auch die Fahndungsmaßnahmen, den Polizeihubschrauber. Ein 14 und ein 15 Jahre altes Mädchen können sich selbst aus dem Wagen befreien. Sie informieren den Rettungsdienst. Doch für ihre 15 Jahre alte Freundin kommt jede Hilfe zu spät. Sie erliegt noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Trotz der großflächigen Fahndung fehlt vom angeblichen Fahrer weiter jede Spur. Nach dem derzeitigen Stand soll es sich bei dem möglichen Fahrer um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit dunklen kurzen Haaren und einem 3-Tage-Bart handeln. Wie sich herausstellt, wurde der Opel Corsa Anfang des Monats in Bayern gestohlen. Die Kennzeichen sind abmontiert. Der Waldweg ist für den Verkehr gesperrt. Warum das Fahrzeug dennoch hier unterwegs war, ist unklar. Sachverständige prüfen nun den Unfallhergang. Blut und andere Spuren müssen untersucht werden. Auch um festzustellen, ob es den beschriebenen Fahrer überhaupt gab. Oder ob vielleicht eines der jungen Mädchen in Wahrheit den Wagen gefahren ist.